Hallo und herzlich willkommen zurück zu Inverbis Virtus, dem Spiel, in dem die Stimme so wichtig ist. Und ich bin zurückgelaufen, habe ich ja gesagt, und habe dabei wirklich gesehen, dass wir eine dieser Inschriften übersehen hatten, und zwar Jenseits der Dunkelheit. Eine der ersten Lektionen für die Pilger war das Heraufbeschwören von Licht, um sie daran zu erinnern, dass sie vor allem die Hüter der Wahrheit sein müssen und dort Erleuchtung bringen, wo Dunkelheit das mit Falschheit Erschaffene verbirgt. Ist natürlich interessant, weil sie ja gesagt haben, dass Dunkelheit und Licht ja eigentlich nicht böse und gut sind. Und jetzt wird hier Dunkelheit als das dargestellt, was das Falsche, also das Schlechte, verbirgt. Nun ja. So, ich habe mir auch die ganzen Zauber aufgeschrieben. Musste unterwegs auch den ein oder anderen, also eigentlich nur drei, die ersten drei verwenden. Wir wissen ja, wir haben hier die Telekinese-Zauber noch weiter gelernt mit Bewegen vorne und hinten. Und jetzt gucken wir doch mal, wie es jetzt weitergeht. Was uns jetzt erwartet. Plötzlich wird es total ruhig, was ich super einladend finde. Die ganze Zeit höre ich Musik und jetzt wird es unglaublich ruhig. Was mir auch aufgefallen ist. Ach genau, hier waren wir und mussten es bewegen. Ich erinnere mich. Hier hätten wir aufgehört. Ah ja. Was mir auch aufgefallen ist, dass diese kleinen Käfer sich auf festen Bahnen bewegen, in die wir einfach reinlaufen. Und ich weiß nicht, ob sie einen verfolgen würden. Das ist mir nicht... Das habe ich nicht so wirklich gesehen. So, jetzt gucken wir doch einfach mal, ob ich das hinbekomme. Ich habe die noch nie probiert. Obey, Kinu. Obi, Kinu. Nein, kriege ich nicht. Sehr gut. Wird auch nicht anvisiert hier irgendwie. Obi, Kinu. Ah ja, doch. Hahaha, ha, ha. Ich muss es nur richtig aussprechen. Licht. Meine Hand. What the fuck? Was ist mit meiner Hand? Ach ja, was auch noch geht, ist, ich kann mich hier auch noch umsehen. Was mit Lichtstrahlen ganz nützlich sein dürfte. Okay, gehen wir weg. Ecto Lume. Gedrückt halten und an sich drehen, um zu sehen. Ach genau, guck mal, ja. Das ist das. Jetzt wurde uns das erklärt. Aber damit kann ich nämlich besser kontrollieren, ob es auch wirklich trifft. Aha. Okay, der ist es nicht. Hallo? Strahlt der überhaupt irgendwie nach dahin? Okay. Dann wird es doch einfach der sein, oder? Ganz simpel. Ist gar nicht so einfach, weil ich mich nicht drehen kann. Also ich drehe mich nicht, sondern ich gehe einfach nach links und rechts dann. Hallo? Was? Oh, Millimeterarbeit liebe ich ja. Bin ich ein großer Freund von, aber das reicht irgendwie nicht, okay? Verwirrend? Okay, der geht nach oben. Nein, sollte ich nicht. Ecto Lume. Ecto Lume. Ich darf auch nicht zu schnell sein. Was mir auch aufgefallen ist, als ich jetzt die Videos nochmal geguckt habe, dass es einen argen Unterschied macht, ob ich mit euch rede oder mit dem Spiel, weil das ist ja hier so ein ganz großes Element, mit dem Spiel zu reden. Und ich persönlich finde, dass es wirklich einen krassen Unterschied gibt, wie ich mit euch rede, auch wenn ich euch nicht sehe. Und ich weiß aber, ihr seid da und hört mir zu und wir spielen das ja zusammen. Und das fühlt sich dann auch so an, dass ich mit jemandem rede. Und mit dem Spiel fühlt sich das ganz anders an, wenn ich mit dem Spiel rede, also die Zaubersprüche mache. Und wieso, was, achso, das ist eine Fackel, okay. Und ich finde auch, das hört man. Ich habe keine Orientierung mehr. Okay, was? Okay. Wir haben jetzt neue Zauber gelernt. Vielleicht ist das nötig. Hier irgendwo. Was ist das denn hier? Da unten, ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ich glaube, hier waren wir. Genau, hier haben wir ja die Sache gelernt mit das bußfertige Kaninchen wird bestehen. Ich kann mal zwischendurch speichern. Ich habe schon lange nicht mehr speichern. Ja, und ich finde persönlich, das hört man wirklich, dass ich anders rede mit euch oder mit dem Spiel.
Gut, hier ist es auch noch so, dass ich ja arg mich aufs Betonen konzentrieren muss. Vielleicht kann ich das hier bewegen jetzt. Obi, Knu. What the fuck? Kann ich das wieder aufbauen hier? Ich möchte das reparieren. Das muss doch hier rein. Das muss doch... Gibt doch garantiert irgendwie... Okay, passt. Obi, Knu. Alter, ist das mächtig. So. Holla, die Waldfee. Mann, das wird echt mächtig. Da. Ectolume. Ectolume. Da seht ihr, die laufen einfach einen festen Weg. Die ignorieren uns. Wir haben jetzt hier diesen Weg für sie geöffnet und deswegen laufen die da lang. Die wollten gar nicht uns. Vielleicht muss ich sie gar nicht... Was? Töten. Die Macht, nach der ich gesucht hatte, an jedem Tor, das ich durchschreite, in jeder Halle, durch die ich gehe, und in jedem Raum, den ich besuche, stellt der Tempel mich vor neue Herausforderungen. Aber er zeigt auch unglaubliche Wunder auf, lehrt mich neue und sehr mächtige Zaubersprüche und gibt mir die Werkzeuge an die Hand, um weiterzumachen. Aber ich möchte ich das tatsächlich weiterführen? Werde ich die Prüfungen bestehen, die mir auferlegt werden? Werde ich in der Lage sein, die Opfer zu ertragen, die von mir gefordert werden? Ich weiß es einfach nicht. Und es ist auch ganz egal, denn ich habe keine andere Wahl. Nur hier kann ich die Macht erlangen, nach der ich gesucht habe. Prüfungen? Ich habe gesehen in den Achievements, dass da auch ein bisschen was mit Kampf uns bevorsteht. Okay, es leuchtet hier hell heraus. Und hier kommen die halt raus, die kleinen Krabbelfiecher. Okay. Ectolume. Ectolume. Nö. War ein Versuch. Was wabert hier durch die Gegend? Niemand weiß es. Obe Kenu. Okay, irgendwas hatte ich gerade in der Hand. Was? Obi, Knu. Was habe ich hier in der Hand? Was? Ah, Obi, Knu. Obi, Knu. Reicht das schon? Ja, hallo, Madame. Was? Okay. Zenith, also die Geschichte der Tempel. Zenith verbindet nicht nur alle Orte im Universum, sondern auch die Seelen all derer, die es bewohnen. Mit Hilfe der Tempelpforten hatten unterschiedliche Zivilisationen die Gelegenheit, sich kennenzulernen, miteinander umzugehen und sich gegenseitig zu beeinflussen. Doch Stargate. Das wurde ja, ich habe ja das ja auch gesagt, dass dieses Portal aussieht wie ein Stargate, und das ist vermutlich richtig, so viel Stargate habe ich nicht geguckt, das müsste ich wieder gucken, dass der Ereignishorizont, also diese Lichtebene, die falsche Farbe hatte, um ein echtes Stargate zu sein, aber es hat uns ja nur hier hin und her teleportiert. Vielleicht gibt es hier auch noch richtige Stargates. Die Tempel haben das Ziel, die Kommunikation zwischen den Kulturen zu fördern und die Verbreitung von höchstem Wissen zu ermöglichen. Reine Magie. Ein weiser Einsatz dieser enormen Macht, die aus ihnen hervorgeht, erlaubt den Aufbau einer Gesellschaft, in der es weder Leid noch Ungerechtigkeit gibt. Ja, das wird nie passieren. Das wird nie passieren, ganz ehrlich, nein. Dennoch wurde im Laufe der Zeit die Lehre zu dieser Ordnung missverstanden und die drei Gottheiten gerieten in Vergessenheit. Mit dem Niedergang von Zivilisationen und Götterverehrungen wurden die Tempel, die einst die Kreuzungspunkte des Lebens und unterschiedlicher Kulturen darstellten, als blasphemisch bezeichnet, aufgegeben und sogar zerstört. Die Tempel, welche nicht zerstört wurden, sind mittlerweile zu gefährlichen Orten geworden. Man benötigt einen Schlüssel, um sich ihnen nur zu nähern, damit man nicht von ihrer immensen Macht überwältigt wird. Der Geist eines Sterblichen würde ohne die Unterstützung durch dieses Artefakt im Handumdrehen bis zum Wahnsinn getrieben und anschließend zerstört. Aber diejenigen, die einen Schlüssel besitzen, sollten sich der Tatsache bewusst sein. Sie haben den Schlüssel nicht aus purem Glück gefunden. Der Schlüssel war für sie bestimmt. Ich bin immer ein ganz großer Freund davon, wenn einfach ein Licht irgendwo aufgeht. Ach, und ich wurde auch noch darauf hingewiesen, dass... Oder nicht darauf hingewiesen, aber mir wurde gesagt, dass ich noch das ein oder andere zensieren müsse. Yay. Yay. Es ist, Tia Uda.
What the fuck? Was? Kann ich das mitnehmen? Obi, Kinu. Nö, kann ich nicht. Da oben ist ein Loch. Einladen übrigens. Okay, das bedeutet... Warte mal, kann ich? Obi, Kinu. Kann ich dich hier drunter stellen? Obi, Kinu. So. Was passiert... Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Müssen wir mal wieder gucken, wie das eigentlich heißt. Tja, Uda. Ah ja, guck mal einer, schau. Wie konnte ich crouchen? Ich würde crouchen? Konnte ich crouchen? Bedienung! Nein, es gibt kein Crouch. Okay. Kann ich... Tja, Uda. Kann ich das von hier aus aktivieren eigentlich? Das wäre natürlich ein bisschen sehr simpel. Warte mal. Ubi, Kinu. Ubi, Kinu. Hallo? Ubi, Kinu. Hallo? Ubi, Kinu? Geht gerade nicht mehr? Ubi, Kinu. Jetzt geht's. Okay. Kann ich das hier hinstellen? Und kann ich dann da drauf? Mal gucken. Warte mal. Warte mal. Ubi, Kinu. So, komm du mal mit. Lass mal los. Komm mal mit. Ich bin jetzt hier mal ein bisschen stacken. So. Tja, Uda. Tja, Uda. Vielleicht kann ich auch da rüber. So, warte mal. Geht das? Tja, Uda. Nee, schade. Wäre ein bisschen zu einfach gewesen, vermutlich. Okay, das ist nicht das Rätsels Lösung. Weil ich das schon gedacht hätte, dass ich hier... Warum habe ich zwei von diesen Klötzen? Habe ich noch einen dritten irgendwo übersehen? Ah, Ektolume. Ektolume. Darf auch nicht zu hektisch sein. Lasst mich. Da seht ihr, die gehen einfach an mir vorbei. Kann ich die mitnehmen? Kann ich die da reinnehmen? Warte mal, ich hol das mal. Welcher ist das? Obi, Kinu. Komm mal mit. Passt du da durch? Nee, passt du nicht. Hier vielleicht noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nee. Okay, das bedeutet, ich muss da hoch das aktivieren. Obi, Kinu. Also ich brauche den hier, sonst komme ich ja nicht hoch. Muss da... Warte mal. Warte mal. Obi, Kinu. Obi, Kinu. Nee, das sieht so aus, als müsste da nämlich was drauf, hier. Obi, Kinu. Komm her. Obi, Kinu. Warte mal, ich möchte mal noch was anderes probieren. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier... Ektoname. Habe ich nicht gesagt, aber ist okay. Ektonamet. Hallo, ich sag nicht... Das ist ein ganz anderer Zauber. Namet, Ekto. Namet, Ekto. Nee, warte. J. Ich muss mir den nochmal anhören. Wo waren die? Da. Telekinese. Ekto Namet. Ja, das möchte ich. Ekto Namet. Und er macht hier immer den Lichtstrahl. Ekto Lume. Das ist das Gleiche. Das sagt doch was ganz anderes. Das ist doch was ganz anderes. Namet, Ekto. Namet, Ekto. Okay, das funktioniert ja nicht. Das wäre meine Überlegung gewesen, ob das damit vielleicht was ist. Was bist du für ein hässlicher Junge? Obi, Kinu. Ich meine, ich kann den hier hinstellen. Das ist ja auch ganz toll und so. Dann geht das nicht ganz zu, aber davon hat ja auch keiner was. Ich bräuchte noch einen dritten.
Tja, Uda. So, jetzt geht der zu. Oder? Warte mal. Ubi Knu. Vielleicht muss ich den auch hier hinstellen. Tja, Uda. Ubi Knu. Ne. Okay. Das wäre meine nächste Überlegung gewesen. Ubi Knu. Ubi Knu. Ich müsste das so stapeln. Na, Ubi Knu. Bleibst du hier oben? Ich müsste das hier stapeln, denn das ist genau die richtige Höhe. Jetzt muss ich aber irgendwie noch da hochkommen. Oh, ich bin so doof. Ubi Knu? Was ist von hier aus machen? Ubi Knu. Ubi Knu. Ektoname. Ektoname. Name Ekto. Haha! Warte, ich muss mir das aufschreiben. Die beziehen sich auf den da. So. Ne, ne? Kaninchen hat nur 16 Minuten gebraucht, um dieses Rätsel zu lösen. Obik, ne, warte. Tia Uda. Tia Uda. Sprinte! Oh Gott, es wird dunkel. Blume, Tiao. Miep. What the fuck? Ich hab gedacht, das ist einfach nur dunkel und nicht, dass da Absturz ist. Also, nicht Absturz, sondern... Na, ihr wisst schon. Okay. Oh mein Gott, was geht jetzt gerade? Der Anhänger ist der Schlüssel und nur dank dessen konnte ich so weit vorankommen. Das letzte Geschenk meiner geliebten Life war meine Erlösung, obwohl sie damit davon mit Sicherheit nichts wusste. Ich wünschte, ich hätte ihn nie gebraucht und dass er noch immer in ihrem Besitz wäre. Das ist das, was wir gerade... Was geht denn hier? Also das ist gerade... Oh mein Gott! Alter, die Gegend hier ist gerade richtig ungeil für meinen Rechner. Holla, die Waldfee, ich bewege mich mal gerade kurz. Ich will das noch... Selbst wenn ich mich nicht bewege, kackt er ab. Ich werde da gleich rübergehen und speichern. Ich werde das mal jetzt machen. Beweg dich. Speichern, schnell. So, das haben wir gerade gesehen. Wir haben diesen Schlüssel bekommen, dieses Symbol. Und dadurch konnten wir das überleben, während die anderen sich die Augen ausgerissen haben und... So... Wir sind hier jetzt gerade 100 Kilometer runtergefallen. Shit. Und das hier sieht doch ganz anders aus. Das sieht doch ganz anders aus als alles, was wir oben gesehen haben. Hier haben wir auch eine Karte. Wir sind da. Warum ist hier eine Karte? Du siehst ja auch einladend aus. Okay, wir können nach rechts, da müsste aber eine... Das ist aber kein Ende. Hier wird aber Ende angegeben eigentlich. Und ich kann angeblich nach vorne. Das kann ich aber auch nicht. Oder ist das gespiegelt? Dann müsste da vorne Ende sein. Also, hier ist ein Auge... Da sind zwei Kristalle. Hier ist irgendwie
Das sieht aus wie ein Gegner. Das sieht aus wie irgendwie so ein Boss oder sowas. Hier ist eine kleine Flamme. Hier ist schon wieder so... Nee, das ist kein Gegner. Das können nicht zwei sein. Das hier könnte ein Gegner sein. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein riesiger Raum. Wir werden das alles beim nächsten Mal herausfinden. Jetzt hat sich mein Rechner auch wieder gefangen. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin mir gespannt, ob sie auch noch irgendwann ein Spiegelrätsel einbauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.